gestern der Höhepunkt durch Ralf Jarosz. Der Rekordmann im Hammerwerfen heißt ja seit kurzem Christoph Sahner aus dem Saarland. Er startet für den TV Wattenscheid. Sein letzter Versuch, in einer Konkurrenz, die er überlegen beherrscht, es ging um den Deutschlandcup, der Hammerwerfer, der ja in mehreren Veranstaltungen ausgetragen wird. Die beste Weite von ihm 79,94 Meter, womit er ja schon an die 80 Meter herangekommen ist, die er in diesem Jahr mehrfach übertreffen konnte. Sein Rekord steht ja auf 81,56. Christoph Sahner, der Junioren-Europarekordmann vor 4 Jahren, auf dem Weg zur Weltspitze mit einem guten Ergebnis gestern Abend in Rewe. I'll be back.